der ganzen Problematik, die wir hier behandeln, ab. Es geht dann ja weiter mit anderen Rätseln, die auch was mit Universum zu tun haben, aber eben doch anders gelagert sind. Wir werden auch morgen noch andere Betrachtungsweisen hören, nicht nur die physikalisch-wissenschaftliche, sondern mehr aus geisteswissenschaftlich-soziologischer Sicht. Dann haben wir ja morgen Nachmittag unsere Kürveranstaltung, wenn ich es mal so nennen darf. Zwar sind es einmal die Kurzvorträge, aber die sind insofern auch Kür, als sich ja Freiwillige gemeldet haben, die hier etwas vortragen möchten. Und dann haben wir noch unsere Arbeitsgruppen. Da kann ja das ein oder andere nochmal wiederkehren, das wird sich dann zeigen. Die Themen der Arbeitsgruppen wollen wir morgen durch Votings bestimmen. Das heißt, jeder kann ein Thema zurufen, das er für interessant hält, wir schreiben das da an. Wir haben auch einiges, was wir für interessant halten würden, und dann stimmen wir einfach ab. Und diejenigen, die die meisten Stimmen bekommen haben, die drei Arbeitsgruppen, die machen wir dann am Nachmittag. Der Begriff, um den es heute jetzt hier geht, Antimaterie, der ist ja mehrmals gefallen in den Vorträgen, die wir bisher gehört haben, ohne dass wir das weiter vertieft hätten. Und dabei zählt das ganze Problem auch zu den großen Fragen der modernen kosmologischen Forschung. Und darauf möchte ich also heute hier insbesondere zu sprechen. Da fangen wir mal wieder ganz einfach an mit diesem klassischen Modell des Wasserstoffatoms. Da ich nun mitbekommen habe, auch durch Gespräche in den Pausen und durch Gespräche auch im Bus, dass auch schon sehr viel philosophisch diskutiert wurde, möchte ich bei der Gelegenheit gleich sagen, es sind immer alles nur Modelle, über die wir hier reden. Ja, da hat niemand bisher behauptet, dass es genau so in Wirklichkeit ist. Und dieses Modell ist sicher ein besonders simples Modell, von dem wir heute sogar schon sagen können, dass es so in der Form gar nicht realisiert ist in der Wirklichkeit. Aber manchmal ist es auch gut, wenn man sich etwas anschaulich klar macht und sagt, man kann sich bestimmte Prozesse verständlich machen, wenn man von solchen einfachen klassischen Modellen ausgeht. Das ist das klassische Modell des Wasserstoffatoms mit einem positiv geladenen Proton im Kern und mit einem Elektron in der Hülle. Interessant ist, dass dieses Modell auf der Grundlage experimenteller Untersuchungen entwickelt worden war, und zwar von Rutherford. Rutherford hatte Streuexperimente gemacht, das heißt, er hatte Alpha-Teilchen auf eine Goldfolie geschossen, um die Struktur dessen, was man damals unter Atomen sich vorstellte, näher zu untersuchen, und hat dabei festgestellt, dass die meisten Alpha-Teilchen kleine Ablenkwinkel erfuhren und nur ganz seltene Fälle auftraten, in denen das Alpha-Teilchen sozusagen fast zurückgeschossen. Und daraus hat er nämlich geschlossen, dass der größte Teil des Atoms leer sein muss, dass es aber im Kern ein positiv geladenes Teilchen geben muss, dass die Alpha-Teilchen, die man drauf schießt, sozusagen abstößt. Aber das kann nur ein ganz kleines Raumgebiet sein. Dazwischen bis dahin, wo das Elektron umläuft, ist eigentlich alles leer. Das war also schon, hatte schon eine experimentelle Basis, dieses Modell. Aber die Physiker merkten eben sehr schnell, dass zwei Fakten, die man ebenfalls kannte, zu diesem Modell überhaupt nicht passten. Das eine war aus der klassischen Physik die bekannte Tatsache, dass ja, wenn ein negativ geladenes Teilchen um ein positiv geladenes Teilchen kreist, das einen Dipol darstellt, ein Dipol strahlt elektromagnetische Wellen ab. Und diese elektromagnetischen Wellen, die werden der Energie des Elektrons entnommen, das da herumkreist. Das heißt, das muss letzten Endes in den Kern hineinstürzen und es dürfte, streng genommen nach der klassischen Physik, überhaupt keine stabilen Atome nach diesem Modell geben. Das war das eine. Und das andere war, was man auch gar nicht verstand, dass man ja sowohl bei den Spektren leuchtender Gase im irdischen Laboratorium, aber ebenso auch bei den Spektren der Fixsterne, wir haben so eine Spektraltabelle schon mal gesehen, das ist hier das Spektrum unserer Sonne, dunkle Linien findet an ganz bestimmten Stellen, so wie man eben in den Spektren leuchtender Gase im irdischen Laboratorium helle Linien findet. Oftmals sogar an denselben Stellen.
Das war ja die Grundlage der chemischen Spektralanalyse. Man verstand aber überhaupt nicht, warum sozusagen nur ganz bestimmte Wellenlängen ausgestrahlt werden und nicht alle beliebigen Wellenlängen. Das passte nun also gar nicht zusammen. Und da kam ein junger Mann aus Dänemark, der hieß Niels Bohr, und der hatte eine verrückte Idee. Und da ja auch die Frage hier schon heute angesprochen wurde in der Diskussion, wie Wissenschaft funktioniert, das ist ein sehr schönes Beispiel, wie Wissenschaft funktioniert, nämlich manchmal durch vollkommen verrückte Ideen, von denen vielleicht auch die Mehrheit der Kollegen sagt, das ist doch vollkommener Quatsch, das kann doch gar nicht sein. Und dieser 27-jährige Bohr, junge Leute sind noch nicht so in der Community verankert, der hat sich getraut zu sagen, es gibt eben offensichtlich bestimmte Bahnen von Elektronen in den Atomen, die strahlungslos umlaufen werden können, für die also die klassische Physik gar nicht zutrifft. Das ist hier das Beispiel eines Chloratoms mit diesem Schalenmodell. Das hat nun 17 Protonen im Kern und entsprechend 17 Elektronen in der Hülle, sodass es nach außen elektrisch neutral ist. Und da gibt es eben bestimmte Bahnen, die können strahlungslos durchlaufen werden. Und diese Bahnen sind gekennzeichnet durch eine bestimmte Energie. Und zwar sind die Energien umso höher, je weiter außen diese Schalen liegen. Und wenn jetzt ein Elektron spontan oder durch irgendein Ereignis veranlasst, von einer Bahn mit höherer Energie auf eine Bahn mit geringerer Energie runterkippt und es kann nicht dazwischen irgendwo landen, weil es ja nur diese Bahnen gibt, dann wird die Differenz der Energie der beiden Bahnen abgestrahlt und das ist natürlich dann immer eine ganz konkrete Energie. Deshalb diese Linienspektren. Witzige Darstellung, das Betreten des Rasens ist Elektronen verboten. Niels Bohr 1913. Das heißt also, die können nur hier laufen, da können sie nicht laufen. Dann hat er das Ganze aber mal durchgerechnet, meine Damen und Herren. Das ist nun das Interessante. Hier sind diese Energien angeschrieben, links, wieder mit Elektronenvolt. Haben wir ja nun heute schon gehört. Und dann sieht man, dass bei den Übergängen von einer Bahn auf eine andere immer diese Energiedifferenzen frei werden und dadurch eben die Linienspektren entstehen. Das war natürlich ein enormer Fortschritt, wenn auch viele damals, auch viele Physiker schockiert waren, dass es solche dramatischen Abweichungen in der Mikrowelt von den Gesetzen der klassischen Physik geben sollte und könnte. Das Ganze funktionierte aber zunächst mal erstens nur für das Wasserstoffatom. Wir haben hier nochmal ein Wasserstoffatom. Und wir sehen hier zwei solche Übergänge, die zwei Linien im Spektrum verursachen. Einmal die sogenannte H-Alpha-Linie und dann die zweite, bei dem Übergang von dieser Schale auf die zweitinnere Schale, die sogenannte H-Beta-Linie. Und wenn man sich die Spektren nun etwas genauer anschaut, und das konnte man natürlich mit verbesserten Spektralapparaten tun, dann stellte man fest, dass die Spektren auch nicht ganz so einfach aussehen, wie da oben dargestellt, sondern je größer die Dispersion war, das heißt, je mehr Einzelheiten man von dem Spektrum registrieren konnte, umso mehr zeigten sich Feinstrukturen in den Linienspektren, die man auf diese einfache Weise nicht mehr erklären konnte. Und da kam dann Paul Dirac, der sich daran störte, dass nur das Wasserstoffspektrum in seiner einfachsten Form nicht die Spektren anderer Elemente und ohne die Feinstrukturen erklärt werden konnten mit der Bohrschen Theorie. Und sagte sich, wir müssen eine relativistische Theorie des Elektrons aufstellen, weil natürlich die Geschwindigkeiten, mit denen die Elektronen im Atom laufen, so hoch sind, dass die Berücksichtigung der Relativitätstheorie hierbei bereits erforderlich ist. Und dieser geniale Physiker, damals auch sehr jung, Sie sehen ja, er ist 1902 geboren, wir schreiben hier die Zeit 1920 jetzt, 1925, 30, also alles ganz junge Leute damals. Dieser Dirac hat bei der Entwicklung dieser
relativistischen Theorie des Elektrons eine Formel gefunden, bei der die Energie des Elektrons sich als ein Wurzel ausdrücken kann. Und das weiß nun jeder, die Wurzel aus 4 ist nicht nur 2, sondern plus oder minus 2. Das heißt, wenn ich einen Wurzelausdruck für eine Energie habe, dann gibt es immer zwei Lösungen dafür. Das heißt, es gibt eine positive und eine negative Energie. Und wir haben ja heute Morgen so wunderbar gelernt, wenn man etwas gar nicht versteht, gibt man der Sache einen Namen. Und dann fühlt man sich schon irgendwie beruhigt. Dunkle Materie, keiner weiß, was es ist. Das kam ja wohl deutlich raus heute. Aber man hat einen Namen. Das ist die dunkle Materie, weiß ja jeder, kennt ja jeder. Ne? Man weiß ja auch, wie sie wirkt. Dasselbe ist mit der dunklen Energie. Zwar hat Professor Steinmetz uns zum Schluss erklärt, wenn man alle diese Faktoren richtig einsetzt, dann hat man sozusagen ein Präzisionsmodell der Kosmologie. Ja, weil alles stimmt, aber man versteht es trotzdem nicht. Man weiß gar nicht, was das ist, diese dunkle Energie. Man kann bestimmte Eigenschaften beschreiben, die sich eben darin ausdrücken, dass das Weltall sich so verhält, als wenn es so wäre. Aber man weiß trotzdem nicht, was das ist. Und genauso ist es hier damals auch schon gewesen. Mit dieser negativen Energie von Elektronen konnte man natürlich nichts anfangen. Und da hat man dem Kind einen Namen gegeben und hat von der Plus-Minus-Schwierigkeit gesprochen. Also da war die Lage ungefähr so, wir haben jetzt eine wunderbare relativistische Elektronentheorie und dann haben wir da noch die Plus-Minus-Schwierigkeit. So. Und das aber hat den Dirac nun gar nicht zufriedengestellt. Der Dirac hat sich gesagt, ich muss irgendeinen Ansatz finden, um mir vorstellen zu können, was das mit der negativen Energie der Elektronen auf sich hat. Nun zeige ich Ihnen mal eine Darstellung, wieder ein Versuch, das zu visualisieren. Er sagte sich, die ganze Welt ist erfüllt von einem Meer negativ energetischer Teilchen. Wir haben eine Energie, diese negativ energetischen Teilchen, und wie wir ja auch schon heute gelernt haben, diese Energie ist immer gleich der Masse der Teilchen mal dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. E gleich m mal c Quadrat. Also sind hier lauter Teilchen mit einer Energie minus m mal c Quadrat. Kann man sich nicht vorstellen, was es sein soll. Wenn ich jetzt in dieses Meer negativ energetischer Teilchen ein Gamma-Quant hineinschieße, also ein energiereiches Photon, mit der Energie 2 mal mc Quadrat, dann hebe ich ein solches Loch, dann hebe ich ein solches Teilchen aus der negativen Energie in der Form, dass hier ein Loch zurückbleibt, nach oben an und bekomme da oben ein Teilchen mit der Energie mc Quadrat. Und hier unten hat dieses Loch eben diese minus mc Quadrat, die Differenz ist 2 mc Quadrat, dazwischen darf es nichts geben. Und das, was da oben erscheint, das ist dann ein sogenanntes Elektron. Und das Loch verhält sich wie ein Elektron mit positiver Ladung. Elektronen haben ja eine negative Ladung. Und dieses Loch verhält sich wie ein Elektron mit positiver Ladung. Das war natürlich eine ganz kühne Antizipation, die er da vorgenommen hatte. Das war letzten Endes die Vorhersage, es gibt Elektronen, die nicht negativ geladen sind, wie wir sie kennen aus dem Atom, sondern die positiv geladen sind. Die sogenannten Positronen. Diese Konzeption ist dann sehr, sehr rasch durch eine Entdeckung bestätigt worden, die Carl David Anderson gemacht hat, und zwar schon im Jahre 1931, also ganz kurz nach der Aufstellung dieser Theorie. Sie sehen hier eine Wilsonsche Nebelkammer, das ist ja so ein Gerät, wo man durch Kondensspuren von Teilchen, die da durchfliegen, oder ein Feld angelegt, und kann dann an der Hand der Abbeugung dieser Figuren, also nachweisen, welche Ladung sie haben. Und die Energie, die hier auf ein Target geschossen ist,
Die beträgt genau 1,022 Megaelektronenvolt. Das heißt, es sind zwei Teilchen entstanden, ein negativ geladenes und ein positiv geladenes. Und jedes einzelne hat 511 Kiloelektronenvolt. Und wenn Sie die Masse des Elektrons einsetzen in diese Gleichung, dann ist das genau die Energie, die ein Elektron in sich trägt aufgrund seiner Masse. E gleich mac Quadrat, dann kommen Sie genau auf die 511 Kiloelektronenvolt. Und seit dieser Entdeckung des Positrons, des positiv geladenen Elektrons, das sich also vom Elektron nach der damaligen Vorstellung nur durch die Ladung unterschied, sonst in nichts. Die gleiche Masse, gleiche Verhalten, nur durch die Ladung unterschied. Das war sozusagen der Beginn des Konzepts der sogenannten Antimaterie. Nun erzähle ich Ihnen mal eine Anekdote. Sie wissen ja, Anekdoten sind immer was Nettes und Unterhaltsames, aber keiner weiß, ob sie stimmen. Das spielt auch gar keine Rolle. Aber der Dirac ist mal gefragt worden, wie er denn auf diese Geschichte gekommen ist. Das ist ja doch ein bisschen aberwitzig, diese ganze Idee. Und da hat er gesagt, ja, stellen Sie sich Folgendes vor. Drei Fischer gehen nachts zum Fischen und dann legen sich in ein Zelt und schlafen. Und der Erste sagt, ach, ich werde nach Hause gehen und werde mir jetzt ein Drittel meines mir zustehenden Teils von den Fischen mitnehmen und die anderen haben dann ihre zwei Drittel und er geht zu dem Eimer, wo die gefangenen Fische drin liegen und stellt fest, die Zahl lässt sich nicht durch drei teilen. Aber wenn er einen Fisch wegwirft, dann kommt eine Zahl raus, die sich durch drei teilen lässt. Das tut er also, nimmt sich sein Drittel und geht nach Hause. Der Zweite wacht auf, Stunde später vielleicht, und will genau dasselbe tun. Kommt zu dem Eimer und stellt fest, die Zahl der Fische in dem Eimer lässt sich nicht durch drei teilen. Aber wenn ich einen wegwerfe, dann geht es. Also wirft er auch einen Fisch weg und nimmt sich sein Drittel, sein vermeintliches Drittel. Das andere war ja schon weg. Jetzt kommt der Dritte, hat gar nicht gemerkt, dass die anderen beiden schon weg sind und will sich sein Drittel nehmen und stellt fest, die Zahl lässt sich leider nicht durch drei teilen, aber wenn ich eins wegwerfe, dann lässt sich durch drei teilen. Frage von Dirac, wie viele Fische waren anfangs im Eimer? Weiß das jemand? Ist ja auch schon spät. Und dann da der Telegrafenberg und alles. Also ich gebe Ihnen mal die Antwort, die Lösung ist 25. Denn 25 minus 1 sind 24, lässt sich durch 3 teilen, der nimmt sich also 8 Fische, 16 bleiben übrig. 16 minus 1 ist 15, das lässt sich durch 3 teilen, macht 5, also bleiben 10 übrig. Und davon wieder einer weg sind 9, also der letzte geht mit 3. Sie sehen, der erste geht mit 8, der zweite geht mit 5 und der letzte geht mit 3 Fischen. Und nun sagt Dirac, nein, es gibt noch eine andere Lösung. Die Lösung heißt, anfangs waren minus 2 Fische im Eimer. Denn minus 2 minus 1 ist minus 3, das lässt sich durch 3 teilen. Und dann nehme ich 1 weg, ist der Rest minus 2 und so weiter. Das soll Ihnen angeblich auf die Idee gebracht haben mit den Antiteilchen. Also, wenn es so gewesen sein sollte, ich weiß es wahrscheinlich nicht, ist es auf jeden Fall eine sehr hübsche Anekdote, die uns zeigt, dass manchmal durch querdenkerische Überlegungen wirklich auch neue Konzepte entstehen können. Dass man sagt, es muss ja nicht die klassische Lösung sein. Es gibt ja noch eine Lösung, an die keiner denkt. Und es fragt natürlich auch keiner, wie jetzt minus 2 Fische in der Pfanne schmecken würden. Ja, das ist natürlich jetzt völlig beiseite. Eine Zwischenfrage. Ja, wenn der eine 8 Fische rechnet, der nächste nimmt 5 Fische weg, dann sind 13 Fische weg. Und der letzte nimmt 3 weg, dann sind 16 weg. Dann müssen ja noch welche übrig geblieben sein. Ne? Es sind 3 weggeschmissen worden. Und das macht trotzdem keine 25. Ja, der letzte nimmt sich ja nur 3. Er lässt ja 6 noch drin liegen. Und 3 sind schon weg. Achso, er lässt die drin liegen. Natürlich, er denkt ja, die anderen müssen hier ein Drittel auch noch bekommen. Achso, okay. Ne? Ja. Ja, aber besser ist ja die Lösung mit minus 2, das haben wir jetzt verstanden. Die andere Lösung ist ja die triviale Lösung. Da kommt man auch nicht gleich drauf, aber das kann man natürlich auch. Von dem Moment an, wo dieses Positron also nachgewiesen wurde, in der kosmischen Strahlung übrigens ist das zum ersten Mal nachgewiesen worden,
Von dem Moment an haben die Physiker natürlich gesagt, ja Mensch, wenn es ein Antiteilchen zum Elektron gibt, warum soll es dann nicht auch ein Antiteilchen zum Proton geben? Und erinnern Sie sich nochmal an dieses Schema, da kam ja eine Energie zum Tragen, die man hineinschießt in dieses Meer, gedachte Meer negativ energetischer Teilchen. Und die Energie muss ja sein, 2-mal der Masse mal c² von dem Teilchen, was man haben will, wo man dann die Teilchen und Antiteilchen paarweise erzeugt. Wir werden ja paarweise erzeugt. Und das Proton hat nun aber eine Masse, die ist 1840 mal so groß wie die Masse des Elektrons. Und deshalb braucht man wesentlich größere Energien, um experimentell zu testen, ob es eventuell auch ein Antiproton gibt. Und deshalb hat es so lange gedauert, meine Damen und Herren, bis man das Antiproton gefunden hat. Hier steht es nochmal, Masse des Protons 1840 mal der Masse des Elektrons, entsprechend E gleich immer c². Und deshalb ist das Antiproton erst 1955 entdeckt worden. Und zwar in dem berühmten Berkeley-Beschleuniger in Kalifornien. Von dem Moment an kannte man also nun auch das Antiproton. Und es kam sofort die weitere Überlegung, das war also offensichtlich doch alles richtig. Es war nicht eine verrückte Idee, sondern es spiegelt irgendetwas wider, was in der Realität zumindest denkbar ist. Dann müsste es aber nicht nur Wasserstoffatome geben dürfen und können, sondern ebenso auch Antiwasserstoffatome. Denn wenn ich ein Proton habe, um das ein Elektronkreis in diesem naiven Modell, ich sage es immer wieder, die modernen Modelle sehen anders, dann müsste es genauso gut denkbar sein, dass auch ein Antiproton im Kern eines Atoms sitzt, das von einem Positron umkreist wird, also von einem positiv geladenen Elektron. Das wäre dann ein Anti-Wasserstoff-Atom. Wenn Sie jetzt nochmal zurückdenken an die Erklärung von Niels Bohr über die Entstehung der Spektren des Wasserstoffs im einfachsten Fall, der einfachsten, sagen wir mal, ohne Feinstrukturen, dann müsste natürlich auch das Energieschema genau dasselbe sein. Das heißt also, wenn Sie ein Antiwasserstoffatom haben und regen es zum Leuchten an, dann dürfte das Spektrum nicht anders aussehen als das Spektrum eines gewöhnlichen Wasserstoffatoms, was natürlich zugleich auch das Problem in sich birgt, dass man am Spektrum eines leuchtenden Objektes, das ein Wasserstoffspektrum zeigt, nicht entscheiden kann, ob es Wasserstoff oder Antimaterie ist. Dieser Prozess übrigens, der Entstehung von Teilchen und Antiteilchen paarweise, lässt sich auch rückwärts denken, nämlich wenn Sie ein Teilchen und ein Antiteilchen zusammenbringen, wenn die sich gegenseitig berühren, dann zerstrahlen sie und es bildet sich aus ihnen ein Gammaquant, was wieder die Äquivalenz von Masse und Energie zeigt. Und zwar hat dieses Gammaquant genau die Energie 2-mal der Masse des Teilchens, weil es ja 2 Teilchen sind, mal c² nach Einstein. Dann kommt es also zur Zerstrahlung. In der modernen Physik beschreiben wir ja nun die Protonen durch ihren Aufbau aus den Quarks, wie Sie ja mehrfach inzwischen gehört haben. Und demnach würde die innere Struktur eines Protons so aussehen, dass dort 2 Up-Quarks und ein Down-Quark enthalten sind, die in der Summe sich gerade zu der Ladung plus 1 zusammenfügen. Und dann verstehen wir auch, dass es auch Antineutronen gibt. Denn bisher habe ich ja immer gesagt, ein Antiteilchen unterscheidet sich in nichts von dem Teilchen außer in der Ladung. Und dann kommt natürlich die naheliegende Frage, worin besteht denn die Gegenladung des Neutrons? Das Neutron hat ja gar keine Ladung. Ja, die Gegenladung besteht darin, so kann man sich am anschaulichsten vorstellen, dass eben die innere Struktur eines Antineutrons durch 2 Anti-Down-Quarks und ein Anti-Up-Quark gebildet. Und dann haben Sie ein Anti-Neutron.
Wenn nun diese beiden Teilchen, wie gesagt, ein Teilchen und ein Antiteilchen zusammenkommen, dann zerstrahlen sie, und zwar vollständig. Und als das damals gerade groß im Gespräch war, in den 50er Jahren, die ganze Frage mit der Antimaterie, und Edward Teller, der Erfinder der Wasserstoffbombe, einen Vortrag gehalten hatte in New York zu dieser ganzen Antimaterie-Problematik, da konnte man dann am nächsten Tag im New Yorker ein nettes Gedicht lesen, das ich Ihnen hier mal in deutscher Übersetzung vortragen will. Da kommt der Begriff AEC vor, das heißt Atomenergiekommission. Aber nur wenn ich AEC sage, reimt es sich. Sie wissen, was es also heißt. AEC heißt Atomenergiekommission. Weit draußen an des Weltalls Rand, da lebt ein Intellektueller. In einem Antimatterland wohnt Dr. Edward Antiteller. Fern von Atom- und Kernfusion mit Anti-Kind und Anti-Kegel lebt er in Anti-Region, sein Maßstab ist der Anti-Pegel. Er wandert grübelnd Tag für Tag durch Anti-Berge, Anti-Täler, sagt sich, was Forschung heute vermag, ist morgen Lehrstoff für Penäler. Auf einmal sieht er überm See eine fliegende Konservendose. Er liest drei Lettern, AEC. Und das bestätigt die Prognose. Sie haben es also doch gewagt, den Vorstoß in die fernsten Fernen, obwohl er einmal selbst gesagt, man greift nicht ungestraft nach Sternen. How are you, ruft der Kommandant, berichten später die Annalen. Er fasst des Doppelgängers Hand und übrig bleiben Gammastrahlen. Nettes Gedicht über die Zerstrahlung von Materie und Antimaterie, wenn sie zusammenkommen. Ganz großer Triumph. Übrigens beim CERN, meine Damen und Herren, wir wissen ja, Wissenschaft schafft es selten auf die Titelseiten der großen Zeitschriften. Das ist eine Titelseite des Spiegel vom 15. Januar 1996. Erster Vorstoß der Wissenschaft in die Gegenwelt, Antimaterie. Damals hatte man tatsächlich beim CERN, also beim Europäischen Kernforschungszentrum, wir haben ja gestern darüber gesprochen, wo heute der Large Hadron Collider also in Funktion ist, da hatte man erstmals Anti-Wasserstoffatome erzeugt. Eine Kollaboration unter der Leitung von Professor Walter Oehlert ist das damals gelungen. Und ich will Ihnen auch hier wenigstens mal ganz kurz andeuten, wie man das gemacht hat, weil natürlich die Verfahrensweise vielleicht nicht ganz dem entspricht, was man sich als Laie so vorstellt, wenn man Anti-Wasserstoff. Da werden also Antiprotonen zunächst mal hergestellt, die konnte man ja schon produzieren. Das haben wir ja gehört, dass man Antiprotonen produzieren konnte. Und diese Antiprotonen, die werden mit Xenonatomen beschossen. Das sehen Sie hier oben links dargestellt. Da kommen in diesen Speicherring die Antiprotonen an und dann wird Xenon dazu geschossen. Und was dann passiert, das sehen Sie da drunter in dem Kästchen dargestellt. Die Positronenpaare, die dabei entstehen, führen dazu, dass die Positronen sich gelegentlich mit Antiprotonen vereinigen, und zwar zu Antiwasserstoffatomen. Und nun ist ja der Unterschied zwischen den Antiprotonen und den Antiwasserstoffatomen. Das wäre hier oben, also das sind die Protonen und bei 2 ist das Antiwasserstoffatom, ist ja der, die Antiprotonen sind ja geladen, und zwar negativ. Aber das Antiwasserstoffatom ist natürlich elektrisch neutral. Und deshalb fliegen die Antiprotonen, die dann übrig geblieben sind, hier unten runter, werden also abgelenkt durch den Magneten, während die neutralen Antiwasserstoffatome geradeaus weiterfliegen und dort durch einen Detektor, wo sie also aufprallen. Und das passiert nach 20 Milliardstel Sekunden auf einem zweiten Detektor. Und bei der Zerstörung dieser Antiwasserstoffatome werden auch Positron-Elektronenpaare erzeugt, die dann zu Gammaquanten zerstrahlen. Und wenn man diese misst, und zwar genau nach 20 Milliarden Sekunden, dann sagt man, hier sind Antiwasserstoffatome im Spiel gewesen. So sind die also damals nachgewiesen worden. Sie sind also nur ganz, ganz kurze Zeit existent gewesen, waren also sehr, sehr schnell wieder verschwunden, aber man war sich sicher, dass man Antiwasserstoffatome hergestellt hat. Das ganze Thema Antimaterie spielt natürlich in der Science Fiction eine riesige Rolle, nicht erst seit dieser Zeit, sondern schon etwas länger. Sie haben vielleicht alle
diesen Film Illuminati gesehen oder davon gehört, wo also mit einer Antimateriebombe der Vatikan zerstört werden soll. Oder Sie haben auch vielleicht davon gehört, dass man plant, Raumschiffe zu schaffen, die mit Antimaterie angetrieben werden. Also die Frage ist seit dieser Zeit doch zumindest berechtigt, ob es Antiwelten geben könnte und ob es eventuell Antiwelten gibt. Und da sind sich die Wissenschaftler zunächst mal einig, das ist jetzt nicht im Moment der aktuellste Stand, auf den kommen wir noch, sie sind sich einig, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt über die Verteilung von Materie und Antimaterie im Universum. Man könnte also sagen, es gibt vielleicht gleich viel gewöhnliche Materie wie Antimaterie im Weltraum. Wenn das so ist, dann kann man sagen, die Antimaterie ist in einem entlegenen Teil des Weltraums gelandet. Das Gebiet, das wir beobachten können, besteht aus gewöhnlicher Materie. Deshalb merkt man von Man könnte aber auch sagen, die halbe Metagalaxis besteht aus Antimaterie. Dann teilt sich das wieder auf. Jede zweite Galaxie besteht aus Antimaterie. Unsere Milchstraße besteht aus gewöhnlicher Materie. Und die nächste draußen irgendwo besteht vielleicht aus Antimaterie. Es könnte aber auch sein, die halbe Milchstraße besteht aus Antimaterie. Das würde dann heißen, die Antimaterie ist in einem entlegenen Teil unserer Milchstraße. Die uns nähere Hälfte besteht natürlich aus gewöhnlicher Materie. Oder jeder vierte Stern besteht sogar, jeder Stern besteht aus Antimaterie. Das Sonnensystem besteht natürlich aus gewöhnlicher Materie. Aber woraus besteht der Sirius? Fragezeichen. Also diese Möglichkeiten sind zunächst mal alle denkbar. Und die Frage ist, wenn Antimaterie irgendwo vorkommt, wie könnte man sie denn dann im Prinzip nachweisen? Also dass Antimaterie in unserer näheren Umgebung irgendwo vorkommt, ist ja klar. Wir brauchen nur daran zu denken, dass ja beim Zusammentreffen von Materie und Antimaterie Zerstrahlung eintritt. Das heißt, dass die Materie und die Antimaterie, wenn sie sich begegnen, vollständig in Energie übergehen. Und zwar in dem Maße, wie groß die Masse ist, die daran beteiligt ist. Also der Mond kann nicht aus Antimaterie bestehen, sonst hätte niemals ein Mensch dort landen können oder auch Apparate dort landen können. Dasselbe trifft auf die Planeten des Sonnensystems, auf den Planeten Mars zu, auf den Kometen Churyumov, Gerasimenko und was sie wollen. Überall sind wir ja schon gelandet, überall sind wir vorhanden. Außerdem ist der Austausch an Masse innerhalb des Sonnensystems ja sehr, sehr intensiv, sodass man sagen kann, da hätten wir längst irgendwas gemerkt, wenn da Materie ankommt, die eigentlich Antimaterie ist und vielleicht in unsere Erdatmosphäre eingreift. Das ist also ganz sicher nicht der Fall. Aber wie wollen wir nun feststellen, ob eine ferne Galaxis beispielsweise vollständig aus Antimaterie besteht? Ja, um dieser Frage nachzugehen, hat sich ein berühmter Nobelpreisträger, der Schwede Hannes Alfvén, mit der Problematik beschäftigt, was passieren würde, wenn entweder hier ein Stern und dort ein Stern aus Antimaterie ist oder hier eine Galaxis ist und daneben ist eine aus Antimaterie, was würde denn dann passieren? Und er geht davon aus, was auch die astronomischen Beobachtungen ja bestätigen, dass zum Beispiel ein großes Sternsystem von einem Plasma umgeben ist. Also diese Systeme, die wir auf den Fotos sehen, die enden ja nicht an der Stelle, wo die Bilder zeigen, dass sie zu Ende sind. Sondern wenn man das in anderen Wellenlängenbereichen untersucht, dann sieht man, das geht weiter. Das sind verteilte, fein verteilte, dünne Gase, meistens Plasmen, also ionisierte Gase und so weiter und so fort. Und wenn jetzt hier eine Galaxie oder ein Stern wäre aus Antimaterie und dort ein Stern oder eine Galaxie aus Materie, dann wären die umgeben mit einem riesigen Ballen von Plasma und diese beiden Plasmaschichten, sehr dünn übrigens, mit sehr geringer Dichte, die würden sich irgendwo natürlich begegnen. Und das hat er durchgerechnet, was dabei passiert. Und dabei hat er festgestellt, dass es zu einer Schicht kommt, in der die energiereichen Positronen und die energiereichen Elektronen anfangen, auf solchen Spiralen zu laufen unter dem Einfluss von Magnetfeldern. Und diese Schicht hat dann die Tendenz, die beiden Plasmen voneinander zu trennen.
Da gibt es wieder einen sehr schönen Vergleich. Ich meine, das muss man jetzt hier einfach hinnehmen. Das hat er so ausgerechnet, dass das so passieren würde. Dabei entsteht dann übrigens unter anderem auch Gammastrahlung. Und da gibt es eben einen sehr schönen Vergleich. Das ist jetzt mal eine bildliche Darstellung einer ganzen Gruppe von Galaxien in diesem Plasma, wo dann hier so eine Schicht entsteht, die man durch Gammastrahlen nachweisen können müsste. Und der Vergleich ist eben die Leidenfrostschicht, das ist jetzt Hausfrauenphysik, meine Damen und Herren. Früher, als man noch mit der Herdplatte agiert hat in der Küche, da haben Sie das wahrscheinlich alle mal erlebt, wenn man einen Wassertropfen auf eine heiße Herdplatte fallen lässt, die weit über 100 Grad heiß ist, dann müsste ja der Wassertropfen auch sofort verdampfen, was er aber nicht tut. Sondern er fängt an, auf der Herdplatte umher zu tanzen. Und der Grund ist genau derselbe, es bildet sich eine Schicht, die nach dem Entdecker oder Beschreiber die Leidenfrostschicht genannt wird. Das heißt, da wo der Wassertropfen die heiße Herdplatte berührt, verdampft natürlich sofort Wasser und dieser Wasserdampf ist ein sehr guter Isolator und verhindert, dass die Wärme der Platte auf den ganzen Tropfen schlagartig übersteigt. Das ist so ein Vergleich. Und so eine Art Leidenfrostschicht würde sich also auch bilden in den Gebieten zwischen zwei Sternen aus unterschiedlich zusammengesetzter Materie, wie zum Beispiel Antimaterie und Materie bei Sternen oder auch bei Galaxien. Man hat mit solchen Satelliten, heutzutage haben wir ja hochempfindliche Satelliten, die in der Erdumlaufbahn agieren und gerade solche Quellen von hochenergetischer Röntgenstrahlung untersuchen können, die keiner konkreten Quelle zugeschrieben werden kann. Wenn die also Hinweise wären auf das Vorkommen solcher Leidenfrostschichten zwischen großen Raumgebieten mit Materie und anderen Raumgebieten mit Antimaterie. Das hat man also alles sorgfältig untersucht und ist dabei bisher zu dem Ergebnis gekommen, es gibt keine Objekte aus Antimaterie im Weltall. Nun kommt natürlich die Frage, warum gibt es keine Objekte aus Antimaterie? Und jetzt kommen wir wieder auf etwas zurück, was Sie schon kennen, weil Sie es mehrfach hier schon, und zwar in verschiedenen Darstellungsarten gehört haben, nämlich auf das kosmologische Standardmodell, das ja in der populären Grafik, die Sie auch schon mehrfach gesehen haben, so aussieht, dass Raum und Zeit expandieren, und zwar von einem Moment Null an, dem sogenannten Urknall, den wir nicht beschreiben können, über eine ganze Reihe von Phasen extrem hoher Temperaturen, extrem hohen Druckes, extrem kleiner Volumina, bis hin zu der Phase, die wir heute haben und die wir heute beobachten, das Weltall mit seinen Galaxien und Galaxienhaufen. Dazwischen ist eine Menge passiert. Das haben wir alles gelernt, haben wir heute auch nochmal gehört, von der angeblich früher zu Anfang vorhandenen einen Urkraft, die sich dann durch Symmetriebrechungen in die verschiedenen heute vier bekannten Grundkräfte aufgespalten hat. Gravitationskraft, schwache Wechselwirkung, starke Wechselwirkung, elektromagnetische Wechselwirkung. Das ist also sozusagen das Standardmodell der Kosmologie. Und wenn wir uns die Frühgeschichte des Weltalls anschauen, dann, auch das kam schon in mehreren Vorträgen vor, müssen wir ja davon ausgehen, dass es zunächst ein brodelnder Hexenkessel war, ein sehr, sehr kleines Raumgebiet, in dem ständig Strahlung in Teilchen sich verwandelten und Teilchen in Strahlung. Und Strahlung in Teilchen heißt, dass entsprechend den hohen Energie auch sehr schwere Teilchen entstanden, und zwar immer paarweise. Ein Teilchen und sein Antiteilchen. Teilchen, die es heute gar nicht mehr gibt im Weltall. Diese Teilchen, wegen der großen Dichte zu Anfang des Universums, kamen aber unmittelbar gleich wieder miteinander in Berührung und zerstrahlten wieder. Es gab also ein ständiges Pendeln zwischen Teilchenbildung, Teilchenzerstrahlung. Und das Weltall flog auseinander und wurde immer kälter. Und in diesem Prozess des immer kälter Werdens gab es dann den berühmten Zeitpunkt, auch darüber wurde heute nochmal gesprochen, 380.000 Jahre nach dem Urknall, wo das Weltall durchsichtig wurde.
Sie wissen, warum es durchsichtig wurde. Denken Sie an das Bild von der kosmischen Hintergrundstrahlung vom Planck-Satelliten. Das Weltall wurde durchsichtig, weil die Wasserstoffatome sich ihre Elektronen eingefangen haben. Also da begann praktisch die Kernsynthese. Da entstanden Wasserstoff und Helium und diese Bilder aus dieser frühen Zeit haben wir ja. Wenn nun aber gleich viele Teilchen und Antiteilchen entstanden sind in diesem Hin und Her und das Weltall immer kühler heißt ja, die Energiedichte wurde immer geringer. Dann war die Energiedichte eines Tages so gering, dass sie nicht mal mehr ausreichte, um aus Strahlung Elektronen zu produzieren. Ja, die leichten Teilchen, die Leptonen, die ja Bestandteile des Atomkerns sind. Dann hörte also die Produktion von Teilchen auf. Und dann müssten eigentlich gleich viele Teilchen und Antiteilchen vorhanden gewesen sein. Nach allem, was wir über die Materie- und Antimaterie-Problematik wissen. Und trotzdem finden wir keine Antimaterie in der Welt. Wo ist sie geblieben? Und da sagt nun die kosmologische Theorie, das ist jetzt rein hypothetisch, was ich Ihnen vortrage, aber das muss hier an der Stelle gesagt werden, weil es nämlich eines der größten Probleme der Kosmologie ist, sagt nun die Hypothese, es gab ursprünglich hypothetische Majoronen im Weltall, also sehr schwere Teilchen, die sind zerfallen in Neutrinos und Antineutrinos. Aber nicht genau in gleich viele. Und diese Neutrinos und Antineutrinos, die haben mit Elektronen und Positronen reagiert und haben die Quarks erzeugt und die Antiquarks, aber unterschiedlich viele. Und das Resultat ist gewesen, dass 1 Milliarde Antiprotonen auf 1 Milliarde plus ein Proton gekommen sind. Das heißt, zwischen Materie und Antimaterie besteht keine vollständige Symmetrie nach dieser Hypothese, sondern es gab Symmetriebrechungen. Eine solche Symmetriebrechung ist hier im Bild nochmal dargestellt. Und diese Symmetriebrechung würde bedeuten, wenn Sie hier ein Wasserstoffatom haben mit dem Proton und dem Elektron und hier ein Antiwasserstoffatom mit dem Antiproton und dem Positron, so wie es hier dargestellt ist, dann haben Sie eine CP-Transformation vorgenommen. Das heißt, Sie haben die Ladung und die räumliche Orientierung gespiegelt. Und normalerweise waren die Naturwissenschaftler eigentlich immer davon überzeugt, dass bei CP-Reaktionen die Physik dieselbe bleibt. Und das scheint offensichtlich nicht der Fall zu sein. Es scheint also keine Invarianz gegenüber CP-Spiegelung in der Natur zu geben. Und der berühmte russische Physiker Sacharow hat schon 1967 behauptet, dass es in der Natur CP-Verletzungen gibt. Das heißt also, wenn man solche Spiegelungen vornimmt, wo man die Ladungen vertauscht und die räumliche Orientierung vertauscht, dass dann nicht dieselben Gesetze gelten, sondern dass es dazwischen Unterschiede gibt. Das war damals eine Behauptung von ihm, die aber im Lichte der neuen kosmologischen Erkenntnisse und des Fehlens von Antimaterie im Weltall nun natürlich zum Gegenstand der Forschung geworden sind und man inzwischen weitgehend davon überzeugt ist, dass es tatsächlich solche Symmetriebrechungen gegeben hat. Man hat auch tatsächlich in der Zwischenzeit, und zwar größtenteils wieder in Genf, im CERN, verschiedene Symmetriebrechungen dieser Art nachgewiesen, das heißt also CP-Verletzungen bei solchen Spiegelungen, zum Beispiel bei K-Mesonen schon im Jahre 1964, das heißt also, dass der beim Zerfall von K-Mesonen nicht genau gleich viel Teilchen wie Antiteilchen entstanden. Allerdings ist der Unterschied nur 0,2%. Bei B-Mesonen, das sind alles Teilchen, die natürlich für den normalen Materieaufbau jetzt keine Rolle spielen, aber Sie haben davon gehört, ist eine etwas größere Symmetrie entdeckt, Antisymmetrie entdeckt worden in den Jahren 99 bis 2009 und die bisher größte Asymmetrie bei solchen Spiegelungen hat man am Large Hadron Collider erst 2012 gefunden bei sogenannten D-Mesonen 10%. Aber
diese Ergebnisse zeigen nur, dass Sacharow recht hat, dass es solche Verletzungen der Symmetrie tatsächlich gibt, aber sie reichen nicht aus in ihrer Größe, um das Fehlen von Antimaterie im Weltall wirklich zu erklären. Dennoch ist man heute im Allgemeinen davon überzeugt, dass Materie und Antimaterie keine wirklichen Spiegelbilder sind. Und insofern auch einige Aussagen, die ich zu Anfang des Vortrages getroffen habe, offensichtlich gar nicht zutreffen. Zum Beispiel, ist es wirklich so, dass das Spektrum eines Wasserstoffatoms völlig identisch ist mit dem Spektrum eines Antiwasserstoffatoms? Großes Fragezeichen. Heute. Da ist man sich gar nicht mehr sicher. Wie verhält sich eigentlich ein Antiteilchen im Schwerefeld der Erde im Unterschied zu einem normalen Teilchen? Wirkt die Schwerkraft auf ein Antiteilchen genauso wie auf ein Teilchen? Theoretisch würde man sagen, das Antiteilchen, frühere Hypothese, ist ja nur durch seine Ladung unterschieden von dem Teilchen. Ansonsten hat es dieselben Eigenschaften, es hat insbesondere dieselbe Masse, müsste also auf die Schwerkraft genauso reagieren. Da ist man sich nicht mehr sicher. Aber der Nachweis von Unterschieden ist experimentell derartig schwierig, dass er bis heute noch nicht gelungen ist. Müssen Sie sich mal vorstellen, wenn man im CERN diese Anti-Wasserstoffatome erzeugt, die kommen ja mit einer unwahrscheinlichen Geschwindigkeit dort angeschossen und dann diesen Anti-Wasserstoffatomen wollen Sie dann eine Spektroskopie durchführen. Und zwar eine hochpräzise Spektroskopie. Nein, da müssen Sie die Anti-Wasserstoffatome erstmal in einen Speicher bringen. Das ist natürlich sehr schwierig, denn Sie wissen ja, so wie die mit normaler Materie zusammenkommen, zerstrahlen sie. Also das ist ein ganz, ganz schwieriges Problem, mit dem man sich schon seit vielen Jahren beschäftigt. Jetzt ist man so weit, dass man die schnellen Anti-Wasserstoffatome, die man erzeugt, schon so weit runterkühlen kann. Kühlen heißt ja dann auch langsam, dass man allmählich damit beginnen kann, spektroskopische Untersuchungen zu machen. Aber diese Asymmetrien, wie gesagt, die hat man bis heute wirklich noch nicht in dem Umfang nachweisen können, in dem man sie erwartet. Sie erinnern sich an die Zahl, vielleicht soll ich sie nochmal zeigen. Das ist ja wirklich eine sehr interessante Zahl. Dass nämlich auf 1 Milliarde Antiprotonen 1 Milliarde plus ein Proton kommt. Nun erklären die Kosmologen unter der Annahme, dass das so gewesen ist, dass eine solche Symmetriebrechung stattgefunden hat, dass in dem frühen Stadium, als diese vielen Teilchen da waren, sich jedes Teilchen einen Partner gesucht hat, mit dem es zerstrahlt ist und von 1 Milliarde Protonen ist eines übrig geblieben. Die anderen haben nämlich alle einen Partner gefunden im Bereich der Antiprotonen und sind zerstrahlt. Und das würde dann aber auch bedeuten, dass man in der kosmischen Hintergrundstrahlung, in dem, was übrig geblieben ist vom Urknall, in dem Echo des Urknalls, dass man dort alle diese zerstrahlten Teilchen in Form von Photonen antrifft. Das heißt, die Zahl der sogenannten Baryonen, also der Teilchen, aus denen unsere Materie besteht, aus denen die Planeten bestehen, aus denen die Sterne bestehen, aus denen die Galaxien bestehen, die Zahl, wenn man die also abschätzt, die müsste dann in einem ganz bestimmten Verhältnis stehen zur Zahl der Photonen, die ja durch die Zerstrahlung von dieser 1 Milliarde Antiprotonen und auf 1 Milliarde Protonen erzeugt worden ist. Und das hat man gemacht. Die Schätzungen sind natürlich problematisch, das können Sie sich vorstellen. Bei den Photonen geht es noch, aber bei der Abschätzung der Masse im Universum ist man doch also sehr, sehr, das sind eben nur Schätzungen, es sind keine wirklichen Messungen. Und da ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass es möglicherweise tatsächlich ungefähr dieses Verhältnis ist, von dem man ausgeht. Deshalb sucht man jetzt im Large Hadron Collider, und das war ja in dem gestrigen Vormittagsvortrag auch schon kurz angesprochen, im gestrigen Abendvortrag kurz angesprochen, deshalb sucht man im Large Hadron Collider eben auch nach Symmetrieverletzungen, die auf diese Weise das Fehlen von Antimaterie
im Weltall erklären könnte. Das ist die gängige Auffassung, die man im Moment hat. Aber wie immer in der Wissenschaft, und das kam ja auch hier schon mehrmals zum Ausdruck, es sind nicht alle derselben Meinung, meine Damen und Herren. Das ist hier der letzte Start der Endeavour am 16. Mai 2011, bevor sie ins Museum kam und vermottet wurde. Und die amerikanische Raumfahrt, die ja auch unter Finanzproblemen leidet, hat doch tatsächlich ein 2 Milliarden Dollar teures Gerät mit nach oben geschossen. Da wurde heute Vormittag auch schon kurz drüber gesprochen, nämlich das sogenannte Alpha-Magnetspektrometer, AMS-2, in der Ladebucht der Endeavour. Herr Professor Steinmetz, glaube ich, war es, oder Herr Spiering, hatte darauf hingewiesen, dass das auch eine Rolle spielen könnte bei der Suche nach den schwach wechselwirkenden Teilchen, die man als Kandidaten für die dunkle Materie ins Auge fasst. Weil dabei Reaktionen auftreten und ein gehäuftes Auftreten von Antiteilchen die Folge sein könnte, die man zum Beispiel mit diesem Spektrometer nachweisen kann. Und es war in dem Vortrag auch zu hören, dass man zwar einige Messungen schon hätte, aber die Tendenz noch so unbefriedigend sei, dass man zu keiner Aussage bisher gekommen ist. Aber man will noch ganz was anderes mit dem Alpha-Magnetspektrometer. Und das muss man sich nun mal auf der Zunge zergehen lassen. Nach allem, was ich jetzt gesagt habe und was ja auch eine gewisse Logik hat, ist das teure Gerät auch ausgelegt, um Antikohlenstoff-Atomkerne im Universum nachzuweisen. Nun könnte ich sagen, ja, wieso Antikohlenstoff-Atomkerne? Ja, wenn man einen einzigen Antikohlenstoff-Atomkern im Universum findet, mit diesem ein einziger würde reichen, dann wäre bewiesen, dass es Sterne aus Antimaterie geben muss. Denn alle Elemente, meine Damen und Herren, außer Wasserstoff, Helium, Lithium, schweres Deuterium, also die ganz einfachen Elemente, alle schwereren Elemente entstehen im Inneren von Sternen und werden dann durch Supernova-Explosionen und andere Prozesse in den interstellaren Raum hinaus befördert. Also kann ein Antikohlenstoffatom nur entstanden sein in einem Stern, der aus Antimaterie besteht. Aber da kann ich Sie nur ganz und gar beruhigen, ein solches Antikohlenstoffatom hat man auch noch nicht gefunden. Wie Sie sehen, seit dem Start sind schon einige Jahre vergangen. Aber es gibt offensichtlich auch immer noch Wissenschaftler, die der These anhängen, dass es durchaus denkbar wäre, dass Antimaterie doch im Weltall in größeren Mengen vorhanden ist und in Regionen des Universums vorkommt, die sehr weit von uns entfernt sein könnten. Auf jeden Fall so, dass wir von der Existenz dieser Antimaterie bisher nichts gemerkt haben. Die wahrscheinlichere These ist allerdings die von der Symmetriebrechung, weil die ganze Geschichte des Universums eine Geschichte von lauter Symmetriebrechungen gewesen ist, schon bei der Aufspaltung der Kräfte und ähnlichem mehr. Und es ist sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass Materie und Antimaterie keine wirklichen Spiegelbilder sind. Wenn das herauskommt, dann ist das auch eine ganz neue Erkenntnis. Aber wir haben sie noch nicht und wir können im Grunde Definitives zu diesem Problem im Augenblick nicht sagen. Herzlichen Dank.